Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wer von euch kennt das Problem nicht? Man möchte ein Foto aufnehmen, hat es schon getan und die Tiefenunschärfe entspricht nicht der, die man vorher durch den Sucher gesehen hat. Dafür haben sich die Entwickler auch eine spezielle Taste einfallen lassen, um diese Bilder, die man vermeiden möchte, nicht zu bekommen. Die Taste liegt hier. Und wenn man dann da drauf drückt, dann verstellt sich die Blende, also die Blendenlamellen, verstellen sich auf den eingestellten Blendenwert. Wenn ich jetzt hier durchschaue und dann gucke, dann sehe ich, wenn ich jetzt hier vor allem ranzoome, dann sehe ich eine ganz, ganz andere Tiefen- und Schärfe bei näheren Objekten als in Wirklichkeit, wenn die Kamera jetzt das Foto nimmt, denn moderne DSLRs vor allem stellen die Blende, also die Blendenlamellen, erst beim Foto ein. Wenn das Foto gemacht wird, dann stellen die Kamera die Blendenlamellen erst auf den eingestellten Blendenwert ein. Und das ist dann ein Problem, da man ja vorher nicht dann schauen kann, wie das Foto dann wird. Deswegen einfach hier drauf drücken und schon schließen sich die Blendenlamellen. Man hat schon eine gute Auswahl und kann schon gut gucken, wie es dann in etwa aussehen wird, das Foto. Während ich die Blende hier als F dargestellt verändere, verändert sich die Blende, also die Blendenlamellen hier vorne überhaupt nicht. Wenn ich jetzt auf eine Blende 36 gehe, damit die Blendenlamellen schön weit zu sind, damit man das eindeutig sehen kann, das zeige ich jetzt nochmal. Erstmal kurz die Kamera scharf stellen lassen. So, und jetzt hier, wie gesagt, die Ablenktaste drücke ich jetzt. Ich hoffe, man kann das auch sehen. Dunkel. Logischerweise wird das Bild viel, viel dunkler, wenn man die Ablenktaste verwendet. Aber das ist ja halt immer so, wenn man die Blende schließt. Aber da man sich das jetzt nicht so einfach vorstellen kann, was das für einen Unterschied macht, ob ich jetzt die Ablenden-Taste verwende oder nicht, habe ich noch zwei Beispielfotos, die habe ich dann auch noch nebeneinander für euch, damit ihr euch das besser dann veranschaulichen könnt. Denn es ist schon wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied, das sieht man ja jetzt hier bei diesen beiden Bildern. Und man sollte dann wirklich vielleicht an und ab mal die Ablenktaste verwenden, aber ehrlich gesagt verwende ich die auch so gut wie nie. Weil ich bin eh so ein Typ, der ganz oft die Live View an sich verwendet, da man ja da am besten noch gucken kann, ob die Bilder jetzt überbelichtet sind oder ob da jetzt der ISO-Wert hochgeschraubt werden muss oder sonstiges. Aber naja, muss jeder halt für sich selbst wissen. Wenn man es einmal eingestellt hat mit dem Live View, kann man auch so einfach ganz normal hier durch den Sucher schauen und dann hat man das Bild dann auch, kann super Fotos machen. Aber schaut euch mal die Ablenden-Taste an. Viele von euch wissen wahrscheinlich noch gar nicht, was die Ablenden-Taste ist, ob es die überhaupt gibt. Also die haben noch nie was davon gehört. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem schreibt auch mal bitte, ob ihr die Ablenden-Taste schon kanntet oder ob euch das ganz neu ist. Und schreibt auch gerne mal, ob ihr die Ablenden-Taste schon mal verwendet habt oder ob ihr die jetzt in Zukunft verwenden werdet. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare und damit tschüss.